meine Lieben. Ja, ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, bei mir einen Stuhltest zu bestellen. Ich bin mehrfach nachgefragt worden, ob ich sowas auch zuschicke. Natürlich schicke ich euch sowas zu, wenn ihr das haben möchtet. Und hier ist ein Testset. Und zwar steht hier genau drin, wie es funktioniert. Das heißt, hier wird ganz genau angegeben, wie die Stuhlprobe entnommen werden muss. Das ist hier in dieser Tüte drin. Dann haben wir hier einen Stuhlfänger, der wird auf die Toilette geklebt. Steht ganz genau drauf, wie es geht. Ja? Muss man auch ganz genau befolgen, weil sonst rutscht das ganz gerne mal ab und dann ist die Stuhlprobe doch im Klo gelandet. So, dann haben wir hier noch einen Umschlag. Das ist ein fertiger Umschlag, der ist schon frankiert sogar, die Adresse ist drauf. Dann braucht ihr nur alles reinstecken hinterher. Hier ist so ein rotes Ding dran, das pult ihr ab. Ja, das könnt ihr so abziehen und dann macht ihr es einfach so zu und dann ist es dicht. Ja? So, hier ist jetzt dieses Stuhlröhrchen, das ist das Wichtigste. Da ist ein roter Strich. Da müsst ihr euch genau nachhalten. Und zwar ist das die Füllhöhe, die eingehalten werden muss. Wenn man zu viel reinfüllt, dann kann es sein, dass es, wenn es draußen warm ist oder so, und ja, es dehnt sich aus, dass das Röhrchen dann platzt. Ja? Hier ist so ein Löffel dabei. Da stopft ihr dann den Stuhlgang rein, vorsichtig, stuckt ihr so ein bisschen nach unten, bis ihr an diese Füllhöhe kommt. Schön wieder zudrehen. Ja, wenn ihr nicht sofort zur Post kommt, dann in den Kühlschrank legen, weil es steht auch alles drauf. Ja, okay, also das dann da rein. Und dann ist hier noch ein Anforderungsbogen. Das heißt, ihr müsst euch bei mir melden und sagen, seid ihr privat versichert, ich brauche euren Namen, eure Adresse, euer Geburtsdatum, ganz wichtig. Und wenn ihr privat versichert seid, muss ich auch wissen, welche Versicherung, denn das Labor, das wird direkt auf eure Bedürfnisse hin zugeschnitten, diese Rechnung dann erstellen. Die kommt dann auch direkt vom Labor, hat mit mir nichts zu tun. Hier habe ich jetzt den Namen hier oben weggemacht, da kommt aber euer Name dann rein. Und dann steht auch drauf, welche Untersuchungen gemacht werden und wie teuer das ist. So, und jetzt habe ich hier zum Beispiel, das wäre jetzt eine Privatpatientin, da habe ich einen riesigen, also wirklich einen ganz riesigen Laborbefund für die Stuhlprobe. Der kostet 343,85 inklusive Material- und Versandkostenpauschale. Da ist natürlich meine Interpretation nicht drin. Bei normalen Selbstzahlerpatienten ist das natürlich nicht ganz so teuer. Das heißt, also meistens landen wir so um 260 Euro manchmal auch nur. Kommt drauf an. Ja? Es gibt natürlich auch die Untersuchungsmöglichkeiten kleiner zu halten, dann ist es dementsprechend günstiger. Aber wer schon lange Probleme hat, der sollte eigentlich einen größeren Test machen. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. So, dann kommt dieser Bogen da auch mit rein. Ja? Und wenn ihr alles beisammen habt, dann, wie gesagt, das rote Ding abziehen, zumachen und zur Post bringen. Und am besten wirklich so machen, dass ihr das in die Post hineinbringt und nicht in den Postkasten werft. Weil wenn es da friert oder wenn es da zu heiß ist, dann ist es beides nicht gut für eine Stuhlprobe. Also am besten zur Post bringen und Montag bis Donnerstag. Ja? Alles klar. Also, das war es erstmal von mir. Und ja, wendet euch einfach an mich, wenn ihr was braucht. Ich bin für euch da. Macht's gut. Ciao.